Tür nicht auf. Schon dran? Ich weiß nicht, mach doch einfach endlos, oder? 20, 30, 20. Ah. Schön, wir sind wieder in den heiligen Hallen. Wir sind wieder am Start. Ah. Einen wunderschönen guten Abend. 5 Minuten zu spät ist genau meine Zeit. So. Brauchen wir heute noch mal? Ich hätte gerne einen Kaffee. Ja, warte durch. Ich will den Kaffee. So, mein Zettel mit Blumen. Jetzt mal ordentlich. Herzlich willkommen. Wunderschönen guten Abend zu einem weiteren Workout hier bei uns. Das wird seit Stechen jeden meines des Lebens. Ja. Kevin mit dabei, Mats mit dabei. Und wir machen heute ein kleines Schwitz-Workout. Das heißt, es wird heute keine Runden geben, sondern eine durchgängige Workout-Phase mit immer 30 Sekunden Workout, 10 Sekunden Pause, 30 Sekunden Workout, 10 Sekunden Pause. Und davon machen wir ein paar am Stück. Ich hoffe, es sind ein paar Leute dabei, die um 21 Uhr gerade auch noch Zeit haben. Ich weiß, es ist sehr spät heute, aber wir konnten es leider heute nicht anders einrichten, weil Mats mit dem Essen so lange gebraucht hat. Nein. Aber ich hoffe, es sind noch ein paar da, die Bock haben mitzumachen, die Bock haben, dann kaputt ins Bett zu gehen, wenn wir ins Bett fallen müssen. Oder es sind am besten auch noch ein paar da, die das Workout dann immer nachmachen. Aber wir starten gleich, ist der Timer eingestellt auf die 3 Sekunden und dann ist der schön laut. Ja. Jetzt. Also, ich führe uns dann mal wieder in den kleinen kurzen Pausen durch die Übungen. Eine sind ein bisschen tricky, aber ihr werdet das schon checken. Es geht los mit ganz normalen Jumping Jacks zum Warm-Up. 30 Sekunden, Leute. Also, Motivation sammeln, Leute. Ihr seid euer eigener Motivator, beziehungsweise heute ich ein bisschen und Kevin und Mats. Aber es geht natürlich um euch. Ihr macht das Ganze nicht für uns, sondern für euch, damit ihr euch bewegt und ein bisschen in Schwung kommt, ja? Wir waren heute, also Kevin und ich waren heute Morgen schon mal im Training. Für Mats ist heute die erste Runde. Dafür war Mats nicht schon mal im Eisbaden. Und so weh, musst du dann? Ja. Perfekt. Dann starten wir mit Jumping Jacks. Oh nein! Es geht auf Play. 10 Sekunden geht's los, Leute. Stellt euch hin. Jumping Jacks in 5, 4, 3, 2, 1. Und bitte. Au. 30 Sekunden. Jumping Jacks. Oh Mats, dann werden nachher die Dinger für dich noch richtig geil. Ganz entspannt in meinem Tempo. Schön die Workouts durchziehen. 10 Sekunden noch. Dann haben wir die erste Übung schon geschafft. Ah, 3, 2, 1. Durch. 10 Sekunden Pause. Dann geht's direkt weiter. High Knees, Knie schön hoch. Den Core angespannt lassen. Und euer eigenes Tempo finden. Und los. High Knees. Die Hand zieht parallel zum Knie. Es geht mit nach oben. Wie jetzt, wenn ihr laufen wollt. Und dann macht euer eigenes Tempo. Hälfte auch schon wieder geschafft. 5 Sekunden. 30 Sekunden sind echt easy. Halten easy durch. 10 weitere Sekunden. Ach, so ein kleines Abendbauer zur Reihe. 5, 4, 3, 2, 1. Nächste Übung. Squat. Und dann von links nach rechts. Das heißt, wir gehen runter. Wandern kurz nach links. Wandern nach rechts. Und 30 Sekunden. Einfach nur abwischen von links nach rechts. Und ein bisschen in die Squat-Position gehen. Und schön wandern. Aber ich habe Muskelkater. Noch 10 Sekunden. Schön durchhalten. 5, 4, 3, 2, 1. Durch. Okay. Walking Planks und dann Jumping Jacks. Das heißt, wir gehen von hier runter, gehen in die Position, gehen wieder hoch. Ein Jumping Jack. Und los. Einmal vorne, einmal nach hinten. Jumping Jack. Nach vorne. Nach hinten. Jumping Jack. Nach vorne. Nach hinten.
Jumping Jack. Nach vorne. Erneuert Tempo natürlich. Nach hinten. Jumping Jack. Nach vorne. Nach hinten. Dann haben wir noch hin. Und durch. 10 Sekunden. Nächste Übung. Mountain Climbers. Liegestützposition. Und die Knie wieder schön abwechselnd zur Brust. Los geht's. Halten und Knie zur Brust, mal im eigenen Tempo. Puh. 20 Sekunden noch. Hälfte geschafft. Noch 10. Durchhalten, durchhalten, durchhalten. Schön laufen die Dinger. 5, 4, 3, 2, 1. Durch. Sauber. Jetzt Squat Jumps. Die Jumps nur auf mein Go. Das heißt, wir gehen runter in die Squat Position. Wenn ich Go sage, Einsprung. Wieder halten. Und runter. Halten, halten, halten. Springen. Halten, halten, halten. Springen. Halten. Halten, halten, halten. Halten, halten, springen, halten, 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 springen, halten, springen, halten, springen, durch, sauber. Heinis, eine weitere Runde in 5, 4, 3, 2, 1, und los. Lauf die Aussiedlung, Knie schön hoch machen, schön nach oben. Bam, bam, bam. Noch 15. Und 10. 5, 4, 3, 2, 1. Durch. Nicht bei 3 aufhören, sondern bei 0. Ne? So. Noch eine Runde Squat Jumps links, rechts. 2, 1, runter. Und komm. Von links nach rechts. Schön wandern. Und einmal bis in die Hocke gehen. Squats. Und wieder die andere Seite. Ganz entspannt heute die Nummer. 15 Sekunden noch. 10. Das geht an die Substanz. 5. 4, 3, 1, durch. Sauber. Nochmal die Planks rauslaufen. Nein. Also rauslaufen, einen Jumping Jack und wir hoch. Aber jetzt mal darauf achten, dass ihr den Hand drinnen macht oben, ja? Wir starten. Runterlaufen, in die Position, wieder zurücklaufen, Hampelmann. Runterlaufen, hochlaufen, Hampelmann. Runterlaufen, in eurem Tempo natürlich, hochlaufen. Hampelmann. Entschuldigung. Los, 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 noch zwei Dinger. Und durch. Jetzt wird es entspannter. Jetzt gibt es eine Plankrunde und eine Push-Up-Runde, die sind mal ein bisschen durchatmen zum Entspannen. Also runter, auf den Unterarm, in die Plankposition. Let's go. Halten. Einfach nur. Halten. Halten, halten, halten. Hälfte durch. Hier mit dem Atem ein bisschen wieder runterkommen. Gehen und regulieren. Durch Nase ein, durch den Mund ausatmen. 5, 2, 1, durch. In welcher Position bleiben? Jetzt machen wir 30 Sekunden lang Push-Ups auf den Knien. Und 30 Sekunden Push-Ups auf den Knien. Euer eigenes Tempo. Hoch, runter. Wie ihr es schafft, helft wieder durch. Es geht auch ein bisschen von der Hand. Durch. Sauber.
Jetzt wird es ein bisschen tricky. Wir machen jetzt aufstehen. Ein paar Jumping Jack Variationen. Ja, haben wir angefangen. Mit dem normalen Jumping Jack 30 Sekunden. Ja, zum Reinkommen wieder. 30 Sekunden Jumping Jack. Die sind doch echt entspannt. Schön unten zusammen, oben zusammen. Entspannt. Hälfte geschafft. 10 Sekunden noch. Drei, zwei, eins, durch. Jetzt machen wir die Jumping Jacks nach vorne, ja? Das heißt, die Arme gehen hoch und die Beine nach vorne und nach hinten. Okay? Und los. Mach's mal ein Tempo, dass du checken, wie es geht. Und dann parallel Beine nach vorne und die Arme nach vorne. 30 Sekunden. So ähnlich wie der Disco-Tanz eigentlich. Ja. Samstagabend. So sieht man mich auch Samstagabend. Ja. Sit the hip, hop, the hip, the hip, the hip, the hip, hop, I won't stop. 5 Sekunden noch. 2, 1. Jetzt ist es schwieriger. Koordinationsübung. Die Beine gehen Jumping Jack mäßig auseinander zusammen und die Arme nach oben, nach unten. Ja? Mach es erstmal langsam, dass ihr checkt. Beine zusammen auseinander. Und die Arme hoch und runter. Konzentriert euch. Beine auseinander, Arme nach oben, nach unten. Man muss es einmal kurz drin haben. Noch 5, 4, 3, 2, 1. Jetzt könnt ihr denken, was kommt? Das Ganze andersrum. Die Beine gehen von vorne nach hinten, die Arme seitlich zueinander. Um so ein bisschen Koordination reinzubringen. Ja? Also, Arme nach vorne und die Arme oben zusammen. Beine nach vorne. Beine nach vorne. Abwechselnd. Arme wie ein Jumping Jack. So gibt man so ein bisschen Koordination in den Körper und kann. Ja, kriegt so ein bisschen besseres Körpergefühl, finde ich. 10 Sekunden noch. Drei, zwei, eins. Letzte zwei Übungen, einmal kurz runter. Mountain Climber. Nein. Dann noch Squats, dann sind wir durch. Also, runter. Drei, zwei, eins. Mountain Climbers. Die Position und die Knie zum Körper, zur Brust und auslaufen. Richtig schön auslaufen. Bei Bockwater Variation kann mit dem Knie zur gegenüberliegenden Helmbogen gehen. Aber lauf das Ding schön aus. Drei, zwei, eins, sauber. Letzte Übung. Planks, einfach nur halten. Ganz haben wir durch für den heutigen Abend. Das war drei. 3, 2, 1, Planks halten. Wer sich jetzt steigern möchte, der kann mal probieren, aus der Plank-Position einen Arm nach dem anderen nach vorne zu nehmen. Einmal zu tappen und wieder nach hinten. Seitenwechsel und dabei versuchen, den Körper natürlich so gerade zu lassen, wie es geht. Und dann bleibt das ganze Gewicht auf einem Arm und der Körper muss sich ein bisschen mehr stabilisieren. Und das Ganze ist in 3, 2, 1. Geschafft. Easy. Das war nur eine kurze, entspannte Nummer. Lass uns nochmal so. Zähl weiter. So ein kleines 15-Minuten Hit-Workout am Ende des Abends. War doch entspannt, Jungs. 15 Minuten? Hä? Ach du heilige Mann. Das waren vielleicht sogar 13 Minuten oder so. Ich wollte ja 45 Sekunden Arbeitssätze machen, aber hier wurde einstimmig gegen mich entschieden, dass wir 30 Sekunden Sätze machen, ja. Aber, finde ich, entspanntes Hit-Workout für den Abend. Wir sind halt unten, ne? Ja. Perfekt. Ich stelle mir manchmal die Frage, während wir so trainieren, warum eigentlich manche Leute hier reinschreiben können während des Trainings. Das geht gar nicht, ja. Das geht eigentlich nicht. Eigentlich müsste während des Trainings der Chat komplett aus, also still liegen. Ja. Ich finde, vielleicht setze ich die Chat-Funktion einfach das nächste Mal aus. Schummeln da so ein paar Leute, oder?
Ich weiß es nicht. Oder sie sind einfach krass Multitasking. Ja, sie sind einfach so. So währenddessen. Beim Jumping Jack so. Kein Stress. Ja. Kein Problem. Ach ja. Geil. Ja, ich hoffe, ihr habt ein paar Leute mitgemacht. Sorry für die Verspätung, dass es halt erst um 21 Uhr stattgefunden hat, aber ich werde es ein bisschen dran halten. Und ich kann schon mal verraten, ab nächster Woche werdet ihr von uns mal so ein bisschen auf der Seite mitgenommen für ein kleines Selbstexperiment, ja? Das wir uns eingeben. Ja, boah, das glaube ich wird. Da freuen wir uns schon richtig drauf. Das wird richtig, richtig geil, aber auch hart, glaube ich. Es wird sehr hart. Aber wir müssen vorankommen, als gutes Volk vorgehen. Von daher, nächste Woche wird richtig, richtig schön reingeschissen. Und zwar ins, also negativ meine ich. Nee, reingehauen. Was meinst du? Reingehauen. Nicht reingeschissen? Reingehauen. Also, gute Nacht, Leute. Ich hoffe, ihr könnt jetzt gut schlafen, dass ihr euch nochmal kurz ein bisschen ausgetobt habt, ausgepowert. Und wir gehen jetzt hoch ins Studio und versuchen nochmal irgendwas zu recorden. Ja. Bist du richtig nass geschwitzt? Ja, du auch. Hm. Perfekt. Ja, war's nicht? Was hast du denn gut oder was? Also, schönen Abend euch, bis morgen und ja, danke fürs Mitmachen. Bis morgen.